Die Wäsche einer neunköpfigen Familie zu organisieren, ist wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Es gibt kein Entkommen und ein übles Ende gehört einfach dazu. Hey, aufpassen! Mir geht's gut. Aber wie in allen Horrorfilmen gibt es ein Mädchen, das schlau genug ist, das Monster auszutricksen. Mich! Stehen bleiben! Auf der Stelle! Neue Konstruktionen müssen vom Boss dieser Stadt genehmigt werden. Das bin ich. Sie hilft mir bei allem. Ich möchte die schlimmste Arbeit auf Planet Dias in die coolste verwandeln. Erlaube mir dir jetzt, die Zippity-Seilbahn vorzustellen. Der schnelle Weg zur Sauberkeit. Cool. Hin- und Rückfahrt für zwei, bitte. Tut mir wirklich leid. Aber ich hab Mom versprochen, nur für Wäsche. Keine Menschen oder deren demente Anhängsel. Anhängsel? Das sagst du ihr ins Gesicht? Du bist gemein. Entschuldigung, Tyrannia. Ich will nur nicht, dass du zum Puppendoktor musst. Naja, eigentlich siehst du so aus, als bräuchtest du einen. Und ich brauch mehr Wäsche. Kann ich dir dabei helfen? Ja. Steh einfach da und nerv mich bitte nicht. Sie hat uns allein gelassen. Das war ein übler Fehler. Stinkt nur ein bisschen. Oh. Daphne, was ist passiert? Harleys Erfindung hat mich verletzt, Mami. Harley. Tut mir leid, aber das ist nicht meine Schuld. Ich habe versucht, was super nützlich ist, für die ganze Familie zu bauen. Und du weißt, dass du nichts bauen sollst, das einen von uns verletzen könnte. Aber Daphne hat nicht zugehört. Deine Seilbahn ist an allem schuld. Na toll, mal wieder bin ich schuld. Ich sagte noch, sie soll sich fernhalten. Hör auf, Rachel. Georgie, Ethan, ich bin so sauer, ich weiß nicht mehr, wer du bist. Das ist Harley. Harley, hoch mit dir, du hast Stubenarrest. Stubenarrest? Stubenarrest. Das ist die schlimmste Bestrafung in der Familie. Normalerweise reserviert für Dias gegen Dias-Verbrechen. Kneifen, beißen, Brustwarzen zwirbeln, die wirklich fiesen Sachen. Keine Besucher, kein Internet, kein gar nichts. Und das Erste, was du machst, wenn du wieder rauskommst, ist die gefährliche Wäscheseilbahn abzubauen. Mami, ein Schokokeks würde mich jetzt bestimmt aufmuntern. Oh, natürlich, mein Schätzchen. Sometimes it feels like things are out of control. Like you're living.